Erhalt bisher der Herr, ihm sei die Ehre, ihm sei der Dank, ihm unser Lob geweiht. Wenn er nicht auf dem Plan gewesen wäre, wo wären wir mit unseren Kräften heute? Eins ist gewiss, soweit wir rückwärts sehen, wir waren schwach, doch stark und treu war er. Er segne über Bitten und Verstehen, wir preisen laut, bis hierher half der Herr. Er blieb derselbe, der durch Meeresfluten sein Volk vor Pharao hindurchgeführt, der es gedrängt in höherer Wüstengluten, als Mosestab das Felsgestein berührt. Er blieb derselbe, wie in jenen Tagen, da er, als Israel sich machtlos fand, in einem Nu der Feinde hergeschlagen, als Samuel bei Eben-Esa stand. Er blieb derselbe, und wir richten heute, wie Samuel, ein Eben-Esa auf. Bis hierher halt der Herr, so blinkt's ins Weite, so steigt es dankend heut zum Thron hinauf. Ja, weiter als des Sternenzelts Gewölbe reicht seine Treue und Barmherzigkeit. Bis hierher half er und er bleibt derselbe. Ja, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
hier mit euch in der Mitte zu sein. Andreas hat mich mal angerufen und gesagt, am 1. Juli möchte ich eine Einweihung feiern. Da sagte ich sofort, ich komme. Mit meinen Eltern sind wir heute hier und ich finde es wunderbar, dass in unserer Zeit, in der wir leben, Gemeinden entstehen, wo es heißt, Bibel treu. Ich habe mich gefreut, wie Bruder Lothar heute Morgen kurze Einleitung gemacht hat. Und ich dachte, wie wunderbar ist der Heilige Geist, der die Gedanken so lenkt. Und ich wollte euch als Gemeinde heute zwei Wünsche hinterlassen. Ich möchte lesen aus 2. Timotheus, Kapitel 4, die ersten 8 Verse. 2. Timotheus 4, die ersten 8 Verse. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Auf dieses Wort kam ich, als ich über die Gemeinde nachdachte. Was ist doch für eine Gemeinde das Wichtigste von allem? Eine treue Wortverkündigung. Es gab viele Gemeinden, und es gibt es auch heute, die sich von dieser treuen Wortverkündigung abgewandt haben. Nun, sie bestehen zwar immer noch als Gemeinden, aber sie gehen einen falschen Weg. Und dieser Weg, er führt nicht ans Ziel. Derselbe Apostel Paulus, der diese Briefe geschrieben hat, er hat einst die Ältesten von Ephesus versammelt um sich. In Apostelgeschichte 4, Kapitel 20 lesen wir das. Und dort sprach er zu ihnen, wie er Tag und Nacht unter ihnen gedient hat. Und in Vers 27 sagt er dann, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich wünsche persönlich zuerst allen Dienern, die in dieser Gemeinde sind, dass der ganze Ratschluss Gottes in unserer Zeit verkündigt wird. Es ist traurig, wenn heute Menschen, Prediger verkünden, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er über alles hinweg sieht. So ist es nicht. Wenn jemand von Liebe predigt, muss er auch vom Gericht predigen, dass Gott ein gerechter Richter ist und er wird alle Menschen richten. Wir haben gelesen in Kapitel 4, es wird eine Zeit kommen und diese Zeit, sie ist da, dass viele Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Ich wünsche einem jeden, der heute hier ist und der auch in der Gemeinde ist und dazu gehört, dass ihr Ohren hat, die das Verlangen haben, die Wahrheit zu hören. Die Wahrheit tut weh, sagt man oft. Und wenn einer wirklich das Wort Gottes hört, so verändert uns dieses Wort. Dieses lebendige Wort Gottes lässt uns nicht so bleiben, wie wir sind. Es verändert uns. Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Oder möchte ich ein Leben führen, das mir gefällt? Dieses Wort ruft uns dazu auf, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Dass wir unsere Ohren offen haben für diese Wahrheit, die wir allein hier in der Schrift, in der Bibel finden. Und dieses Wort soll gepredigt werden auch weiter. Damit Menschen zum wahren und zum lebendigen Glauben kommen. Das wünsche ich. Amen. Amen.
Gemeinde des Herrn. Kennst du die Stadt auf dem Berg hoch erhaben, wo Mauern und Wehre sind heilig? Ein herrliches Werk, Gott selbst nennt den Namen. Gemeinde unseres Gottes, du bist es allein. Gemeinde des Herrn, nicht von Menschen erdacht, nein, göttlichen Ursprung bist du. Jesus, mein Heiland, hat dich schön gemacht. In dir findet man Frieden und Ruhe. Der Heiland als Kaufpreis, sein Blut gab er her. Er zahlt es als Lösegeld für dich. O göttliches Wunder, so hoch und so wert, begreifen kann man es nicht. Gegründet auf Christus, den Felsen des Heils, er selbst ist das göttliche Haupt. Die Pforten der Hölle überwältigen nicht die Gemeinde, die Jesus erbaut. Lebendige Glieder, gewaschen im Blut, der Heiland setzt selber sie ein. Sie folgen dem Lamme in heiliger Glut, ganz demütig, gläubig und rein. Gemeinde des Höchsten, wer's höre, der glaubt, kein Sünder wohnt in deinen Reihen. Gemeinde unseres Gottes, des Heilandes Braut, bis in Ewigkeit bist du ja sein. Amen. Thank you.
der Herr geholfen, hat uns beschirmet und beschützt, hat uns getragen und geleitet, mit seiner Rechten uns gestützt. Bis hierher hat der Herr geholfen, auf jedem Schritt durch diese Welt. Er ist es, der die Gesundheit schenkte. Er ist es, der uns alle hält. Bis hierher hat der Herr geholfen, hat uns getragen, Tag und Nacht, hat uns geschirmet und beschützt, hat uns mit allem reich gedacht. Bis hierher hat der Herr geholfen, so sagen wir es täglich neu. Will er auch weiter uns begleiten, mit seiner Gnade, Lieb und Treu. Amen. Oh, well, sure.
Fest und ich möchte auch ganz herzlich begrüßen euch, liebe Gäste, an diesem Tag. Das ist ein besonderer Tag für uns als Gemeinde und ich glaube, einige sind sehr erfreut in dem, dass wir diese Stunde hier zusammen verbracht haben. Das ist ein Gottes Segen gewesen und die Freude, die uns in unserem Herzen ist, die kann er der verspüren, der es mit dem Herrn zu tun hatte. Und wir freuen uns, dass wir einen Heiland haben, der uns die Freude gibt und der uns auch den Frieden gibt. Ich meine, einige von unseren Geschwistern, die haben sich gewünscht, diese innige Freude oder diesen innigen Frieden zu haben im Herzen. Und ich kam auf die Gedanken, wo Paulus schrieb so eine Worte. Es steht im Kapitel 4 von 7. Vers. Philipper 4 von Vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was feucht, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denkend nach. Welches ihr auch gelernt und empfangen habt und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesu. Den Frieden Gottes zu besitzen, den Frieden Gottes zu erkennen, das ist kostbar. Und die Geschwister oder die Gläubigen, die diesen Frieden haben, die sind wirklich erfreut, dass Gott mit ihnen ist. Der Herr möchte uns segnen. Und als neue Gemeinde, wir möchten wünschen, dass dieser Friede möchte in unserer Gemeinde, in unserem Herzen sein. Wenn er nicht in uns sein wird, wird er auch in der Gemeinde nicht sein. Wenn er in unserem Herzen sein wird, dieser Friede Gottes, so werden wir die Freude erleben. Wir werden die Gegenwart Gottes erleben. Wir werden das erleben, was wir nie erlebt haben in unserem Leben, nämlich selbst wenn der Friede Gottes in uns sein wird. Wenn er Gott diesen Frieden verheißen hat, dann werden wir auch diesen Frieden erleben mit Gott. Und ich habe so gedacht, und ich bin auf 7 Punkten gekommen, wenn der Friede Gottes in unserer Gemeinde sein wird, in unserem Herzen. Es soll ein Haus sein, ein Haus des Gebets. Ich denke, das ist das Erste, was wir schon erlebt haben. Wo wir jeden Mittwoch zusammenkommen und erleben, wo Menschen in der Not sind, wo wir beten zusammen können und Gott uns hört und Gott segnet uns. Möge es auch weiter sein, dass es ein Ort sein sollte, wo wir zusammenkommen und die Gemeinschaft mit Gott erleben, dass wir mit ihm reden und dass wir zuhören, was er zu uns sagen hat. Es soll ein Haus sein der Verkündigung des Wortes Gottes. Es soll ein Ort sein, wo das wahre Wort verkündigt sein sollte, ohne unfalsch. Und dass wir, die wir predigen, die wir verantwortlich sind, dass wir diese Verkündigung weitergeben möchten. Dass Menschen sehen, dass hier ein Ort ist, wo ich den Trost finden kann, wo ich die Liebe empfangen kann, wo ich Friede finden kann, wo ich die Freude erleben kann. Verkündigung des Wortes Gottes. Und das Dritte, es soll ein Haus des Trostes sein. Es sollen Menschen herkommen. Oder Menschen, die wir selbst hierher bringen oder einladen, die diesen Trost brauchen sollen, möchten wir haben. Das ist unsere Aufgabe, Geschwister, dass hier Menschen kommen,
dass wir sie trösten können und mit Gottes Hilfe, dass wir diesen Trost erleben im Herrn. Das wird ja so ein Haus sein der Barmherzigkeit. Ein Ort, an dem Sünder sich bekehren und die Gegenwart Gottes erleben möchten. Ein Ort der Barmherzigkeit. Wir sollen Menschen einladen, wir sollen Menschen herführen, dass sie diese Barmherzigkeit, dass sie diese Botschaft hören und dass sie zu Gott finden und in Gegenwart Gottes auch leben möchten. Das Sechste, es soll ein Haus sein, das ist das Fünfte. Es soll ein Haus sein, wo Friede sein soll. Wo Friede wohnt. Ein Haus des Friedens. Jesus sagt solche Worte, hat uns wieder selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Geschwister, wir wollen den Frieden selbst, den wir haben, in Herrn Jesus Christus, dass wir diesen Frieden auch weitergeben möchten. Und der Herr möchte uns in dem uns auch helfen. Das Sechste, es soll ein Haus sein der Liebe. Wir haben schon einiges heute gehört. Und ich möchte vorlesen, im 2. Philipperbrief, die erste Verse. Erste 5 Verse. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einheilig seid. Nicht durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut, achte einer den anderen höher denn sich selbst. Denn ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was der andere ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das möchte ich uns wünschen, Geschwister, diese Liebe in Jesus Christus. So gesinnt sein wie unser Herr Jesus Christus. Wenn wir so gesinnt sind, dann werden wir auch die Liebe, auch die Freude, auch den innigen Frieden erleben in unserer Gemeinde. Und das Letzte, das Siebte, es soll ein Haus sein, in dem die Gemeinde zur Entrückung vorbereitet wird. Die Gemeinde, die seinen Herrn erwarten. Und das soll das Haus sein. Liebe Geschwister, liebe Freunde, die noch nicht das erlebt haben, was manche von uns erlebt haben und schon durch Jahre gegangen sind mit dem Herrn. Und ich möchte sagen, das ist das Einzige in unserem Leben, das Ziel und das Leben, den Herrn zu erkennen und ihm nachzufolgen. Was kann noch Besseres sein in dieser Welt, als den Herrn Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen? Und ihm warten, denn er kommt bald. Er hat verheißen, liebe Geschwister, wir leben in der letzten Zeit. Wir sehen, was heute in der Welt ist, was die Welt heute macht. Und wir sind die kleine Herde, die berufen sind, dass wir ein Licht sein möchten für diese Welt, die um uns ist. Und das ist die Gemeinde Gottes, die er hier zugereitet tut, die er bereitet tut als sein Werk, als vollkommene Braut. Und wir als Gemeinde, wir sollen erwarten unseren Bräutigam, der bald kommen wird und uns als Gemeinde abholen von dieser Erde. Und das ist unser Wunsch. Das ist mein innerstes Herzensverlangen, Geschwister, dass wir zusammen bereit sein möchten, unserem Herrn entgegenzukommen. Das soll ein Ort sein, wo Menschen warten auf Jesus. Und wenn wir warten stehen vor ihm, dann werden wir auch diesen Frieden besitzen. Dann werden wir die Liebe zu unserem Nächsten haben. Dann werden wir können einen anderen höher achten als sich selbst. Und das ist das, was Gott von uns haben möchte.
Gott möchte uns segnen, möchte uns Kraft geben, dass dieser Anfang, der angefangen ist, im Namen unseres Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus, dass auch mit diesem Grund, mit dieser Liebe, wir weitergehen möchten. Und Gott möchte uns segnen. Wir möchten noch aufstehen. Und wer ein Verlangen hat, Gott Dank zu sagen, es möchte sein. Und wer doch möchte den Frieden schließen mit Gott, das ist noch Zeit. Und wir geben in diese Zeit. Wir möchten noch zusammen beten und danken. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir in Jesus Christus und sind dir von Herzen dankbar für diesen Tag. Herr, du hast Großes getan, das, was wir nie erwartet haben. Darum freuen uns wir besonders, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Denn du bist der Gott des Trostes und der Gott des Friedens und Gott der Verheißung, Herr. Und das, was du verheißen hast, deinen Kindern, das tust du es. Wir haben es nicht einmal in unserem Leben erfahren schon, wie gnädig bist du, unser allmächtiger und allwissender und allgegenwärtiger Vater. Darum vertrauen wir dir an, Herr, und wir bitten dich, dass du uns segnen möchtest als Gemeinde hier in diesem Ort. Selbst du leite und führe uns durch den Heiligen Geist. Lass uns täglich erfahren, wie groß und herrlich bist du, Herr. Und wir bitten dich, dass du Menschen berufst, dass du Menschen zu uns führen möchtest, die auf der Suche stehen, denn du kennst sie und du weißt ihre Herzen. Darum bitte ich dich, Herr, dass du Gnade in dem schenkst und uns als Gemeinde gib ein Licht sein in diesem Ort, wo wir sein werden. Egal hier, in diesem Ort, in diesem Gebäude oder bei unserer Arbeitsstelle zu Hause, Herr, dass wir als Lichter der Welt sein möchten, dass die Leute, die um uns sind, erkennen, dass wir, die wir sind, hier rausgerufen von dieser Welt und dass wir auch dieses Licht ausstrahlen können. Bitte segne uns, Herr, und segne auch alle deine Kinder und bereite uns als deine Gemeinde an den Tag der Entrückung. Du kommst bald. Wir glauben und hoffen und haben diese Hoffnung auf dich, Herr, dass du bald kommen wirst. Darum bitten wir dich, dass du auch unser Herzen dazu zubereitest. Herr, erhöre uns aus Gnade und segne uns. Und dein Name sei gepriesen und gelobt bist du. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wie ich sagte, wir sind alle müde, aber glücklich. Es ist eine Müdigkeit, die einem die Freude im Herzen ist. Wo man ein Versagen kann, rückblickend sagen kann, für diesen Tag und für die ganze Zeit, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gebührt die Ehre. Es ist so wie Johannes, Petrus und Petrus, dass sie mit Jesus auf dem Verklärungsberg waren und sagten, es ist gut sein, hier zu sein. Aber nach diesem Verklärungsberg, man musste wieder runter ins Tal, wo Menschen auf sie warteten und wo der Alltag begann. Und so beginnt auch für uns morgen der Alltag. Aber möchten wir diese Freude und Frieden und dieses Licht, welches wir auch hier haben, mitnehmen und auch da, wo wir sind, das weitergeben. Ich möchte mich auch an dieser Stelle für alle Mithilfe bedanken, für alle Geschwister, die bei den Renovierungsarbeiten geholfen haben und auch diesen ganzen Tag gestaltet haben durch ihre Beiträge, durch ihre Gebete, durch ihre praktische Tätigkeiten, möchte der Herr solche auch vergelten. Wir werden auch gleich dann zum Kaffee und Kuchen übergehen, sodass sobald die Tische vorbereitet sind und auch der Speisesaal bereitet ist, solange nehmen wir uns etwas Zeit und Pause und anschließend werden wir auch zum Kaffee und Kuchen
bleibt, und dafür sind wiederum alle herzlich eingeladen, keiner braucht nach Hause fahren. Die Tischgestecke, die wir hier sehen, diese Blumen, sie dürfen nach der Feier von jemandem oder wer sie möchte, der darf sie mit nach Hause nehmen und sie zu Hause vielleicht aufbewahren oder auch ein kleines Erinnerung an diesen Tag. Sie dürfen dann auch mitgenommen werden. Die Geschwister, die es gemacht haben, sie möchte es euch auch schenken. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir es noch für das Essen gleich beten und anschließend noch in die Pause gehen. Das lassen wir uns noch aufstehen. Danke, Herr, für deinen Segen. Danke für all die Geschwister, die das ganze Programm gebracht haben, welches dich verherrlicht hat. Danke dir, Herr, für diesen Tag. Segne diese Gemeinde und segne heute, diesen Abend und die Gemeinschaft, die wir haben werden. Kuchen, erstmal Kaffee trinken, segne diese Speise. Amen. Amen.